Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind immer noch da, Tag 17, fast 15 Uhr. So, ich habe mir jetzt erstmal noch ein bisschen Material organisiert, zumindest das, was bis jetzt fertig war. Damit wir mal unseren Monsterbau wieder mal weiterbauen können. Ich glaube, ich werde erstmal gleich den Sockel gießen. Also hier die Sockel erstmal fertig machen. Dann haben wir den Kern nämlich schon fertig und dann können wir das Ganze drumherum fertig machen. So. So, das müsste ja eigentlich Beton werden, ne? Also Stahlbeton schon. Ist da ein Stahlbeton fertig? Oh. So, machen wir erstmal die Säulen fertig. Ups. Die Säulen fertig. Was? Das war schon? 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir jetzt mehr Beton für zum Aufwerten? Merkwürdig. Aber scheint so zu sein. Okay. Dann brauchen wir wieder mal unsere Friends. Machen wir erstmal. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir als allererstes mal die Dingenskirchen fertig machen. Die, die Säulen. Säulen, Säulen, Säulen. Zack. Das wäre, glaube ich, erstmal wichtig. Ja. Okay. Ja. Das brauchen wir gar nicht weiter. Echt? Nein! Ah. Das ist das, was ich meine. Das ist nicht so ein bisschen blöde. Also das mit diesen Shapes ist schon eine geile Sache. Aber ich würde mir wünschen, dass es diese Shapes, so wie diese Abrundung zum Beispiel, dass es das für Holz gibt, dass es das für normal diese Reba-Frames gibt. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das auch kommen soll. Dass es mit den Shapes noch nicht alles gewesen ist. Sonst dreh ich durch. Speziell. Wir jetzt hier die Runde. Gehen wir erstmal zu, dass wir uns erstmal hochbauen, erstmal die fertig machen. Komm hier nicht hoch. Ups. Hin? Nein! Ich nehme Holzframe. warte mal, die muss ich auch nochmal tauschen. Dann nehme ich zum Bauen nämlich nur die Holzframes. Die sind, glaube ich, nicht so dramatisch. So. Einmal die, dann auf normale Frames mal umsteigen. Zack. Vielleicht mal vorne setzen. Ja. So. Dass wir die nämlich erstmal fertig kriegen, das ist erstmal wichtig. 1, 2. So. Dass wir die erstmal fertig haben und dann können wir den Rest dann nachher noch machen. Wir haben sowieso kein Material mehr. Wir haben schon wieder keinen Beton mehr. Also das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, der ganze Kram. Ihr seht es, ne? Aber passt schon. Aber es sieht doch ganz nett aus so bis jetzt. Ja. Oh, wenn das erstmal fertig ist, so. Alter Schwede. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die Säulen noch ein bisschen mehr aufgewertet kriegen, dass wir die nochmal abgesichert kriegen, dass wir überhaupt die ganzen Sachen noch an Blöcken reingeht. Wird schon ganz schwummerig. Ich meine, gut, wir werden das wahrscheinlich schon etwas früher in Betrieb nehmen, das Ganze, aber da wird die Rampe hier vorne noch nicht fertig sein. Ich hoffe, dass wir uns das nicht zu sehr kaputt schlagen. Das schon. Das wird hauptsächlich jetzt erstmal Beton. Zwar auch feuchten Beton, aber. Also feuchten Beton, dass wir das
dann die anderen Blöcke setzen können. Boah. Ich möchte nicht wissen. Also, schade, es gibt, das ist keine... Das ist ein... Nee, ist ein... Schade, dass es keine Statistik gibt, was man an Material verbraten hat. Was ist so viel Stein, so viel das, so viel das. Was? Also habe ich die nicht getroffen. Gute Nacht. Tut mir leid, mein Kleiner, aber nützt ja nichts. Du hast mich angegriffen. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ihn angegriffen. Aber ist egal. Na, einmal. 35 Fleisch, geil. So. Muss auf jeden Fall nachher rüberbuddeln. Also wir werden sicherlich hier vorne landen mit der Hauptkampfplattform. Müssen wir mal sehen. Weit wir da kommen. So. Wieder ab in den Untergrund. So. Wie schaut's aus, Jungs? Seid ihr fertig? 32 Blöcke, mal immerhin. Und 171. Okay, ich brauche glaube ich noch ein bisschen mehr Sand. So. Zement. Zack, 150 wieder einen Auftrag geben. Das darf nicht stillstehen hier. So, wir brauchen noch ein bisschen Beton. Achso, warte mal. Zack. Schon. 80. Ah, gut. Und wieder. Ja gut, wir müssen natürlich dann auch später, machen wir nachher die Rampe oder je nachdem, wo sie am meisten angreifen. Es kann ja auch sein, dass das, was ich mir hier zurecht plane, dass das nachher gar nicht funktioniert. Das kann ja natürlich auch sein. Das wäre ja gar nicht so ungewöhnlich. Aber ich müsste natürlich sehen, dass ich das nachher auf Stahl natürlich noch hätte. Also da machen wir wirklich das absolute Maximum, sofern wir Material haben, dass es irgendwie geht. So. Ich mache jetzt erstmal den Mittelsteg. Wir sind ja weit gekommen. Naja, klar, war ja zu erwarten. Oh Mann. Ah. Wollen wir den Part noch weitermachen hier, wenn wir schon mal hier oben sind? Machen wir einfach mal. Wo sind die halben Blöcke? Schießscharte. So. Na gut, Schießscharte brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht um. Halben Blöcke. Ah, so. Ich weiß auch nicht, wie lange wir den Gang hier machen. Ein bisschen mehr kann er schon haben. Ich glaube, bis zur zweiten Säule, bis hier könnten wir tatsächlich schon auf jeden Fall schon gehen. Das machen wir so. Wir machen bis zur Kante, machen wir hier den Schießknopf, obwohl das für mich schon sehr lang ist. Ne? Ja gut, das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Dann machen wir das wirklich bis hier. Also jetzt machen wir quasi noch einen mehr. Haben wir noch Reaver Frames? Einen haben wir noch. Gut. Zeitlich mal um die Ecke gucken. So. Weil dann endet nämlich dann hier auch gleich die Säule. Und dann können wir hier diesen Fallgraben machen. Aber ist der Gang auch wirklich lang genug? Also der ist wirklich richtig. Eigentlich schon fast länger, als ich den geplant hätte, aber ich denke mal, dass das sollte.
dann haben wir noch 15 Stück. Dann können wir gleich hier die Säulen noch fertig machen. Das ist ein Teil. Guck mal, das ist auch alles Beton da drin. Das ist sehr gut. Müssen wir nur sehen, dass wir die äußeren Kerne, dass wir die äußeren Kerne, dass wir hier die Rundung, dass wir die aus Stahl nachher machen. Sonst wird das schwierig. Wo waren jetzt? Mal bauen. Dann tun wir es mal hier hin, würde ich sagen. Na. So. Dann haben wir die Säule eigentlich schon komplett, ne? Oder? War das. Komplett. Komplett. Ja, siehst du mal, dann haben wir die ja schon. Ist gut. Haben wir noch, die verbrate ich noch auf der anderen Seite. Nein! Och, ich. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich nicht so mag. Bei Blöcken, die man nicht gleich wieder wegnehmen kann. Wenn man sich einmal verbaut, dann muss es wieder wegkloppen. Ah, das wird mir sicherlich noch öfters passieren. Man kennt mich ja auch dafür zu gut. Ah, oh Mann, oh Mann. So. Na. Ja, und wir können gleich wieder nach Hause. Aber ich glaube, ihr seht jetzt schon eher, was ich meine und wie das nachher aussehen. Also da kommt auch noch was außen rum. Das ist natürlich nur die innere Fassade. Dann kommt da noch ein Block vor, dass wir das ein bisschen stabilisieren können. Und dann kommt da eh noch ein Block vor, weil wir da ja nachher die Strommasten und sowas alles hinsetzen müssen. Also das wird noch ein bisschen breiter, das Ganze. Das sieht aber schon, gefällt mir trotzdem schon ganz gut. Das ist, kann man schon was mit anfangen. Das Problem ist eben halt nur, ich weiß nicht, ob ich mir dann noch mehr Zementmischer baue oder was. Aber dadurch geht das ja auch nicht schneller. Also es wird wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Wobei wir jetzt auch noch 4 Tage Zeit haben. Also vielleicht können wir da schon mal so einen ersten Prototypen schon mal ausprobieren. Noch sind die Horden ja noch nicht so ausgestattet, dass wir sie nicht, dass wir da wirklich mit allem aufwarten müssen. Geben wir, glaube ich, noch zurecht. Mal sehen. So, bald sind wir denn hier. Ich brauche, glaube ich, gleich wieder ein bisschen Stein. Stein. Oh, Sand haben wir auch noch da. Das ist gut. Erstmal den verbraten. 190, da können wir schon wieder 19 Blöcke mit, theoretisch. Ne, 19 Blöcke nicht. Ich glaube, das braucht wesentlich mehr. Da müssen wir gleich mal gucken gehen. Gut. Dann Betonmischung, Sand haben wir da. Mal 42 hinten ranhängen. Obwohl das eigentlich blöd ist, was wir hier machen. So, machen wir es einfach so. Sparen wir ein bisschen Platz. So. So, 200 davon. Haben wir hier schon wieder was an Blöcken? Natürlich nicht. Wie viel brauchte ich jetzt noch? Ein Block fehlte da. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ich muss erstmal über 20. Mal 10 fertig. Dann mache ich noch ein paar Rebars, muss ich fertig machen. Machen wir mal
Brauchen wir eine Minute. Okay, dann warten wir eine Minute hier unten. Das passt schon. Schaut's bei euch aus. Zement nehmen wir natürlich mit. So, jetzt können wir hier drücken gleich wieder ansetzen. Auch noch in Gang. Die brauchen halt eine Minute, nehmen wir die nämlich auch gleich mit. Trinken sollen wir, auch das kriegen wir hin. Boah, ey. So viel Arbeit. Also ich würde fast sagen, jetzt Zement müssen wir auf jeden Fall auch noch eine zweite Forge setzen. Aber dafür war ja die, das war ja die Eisenforge, Munitionsforge, Betonforge 1. Dann machen wir sonst Betonforge 2 daraus. Dann kriegen wir ein bisschen schneller Beton auch ran. Wobei, auf der anderen Seite ist es wiederum nicht nötig. Wir können den Zement gar nicht so schnell verarbeiten, wie uns die Forge zur Verfügung stellt. Daher ist es eigentlich nütz. So, fertig. Damit hin. Und einen brauchen. Komm, bin fertig, bin fertig. Ja, ihr seht, das ist schweineviel Arbeit. Aber es ist eben halt mal wieder ein bisschen was bauen. Das habe ich auch schon länger nicht gemacht. Ich mache das ja schon extra so, dass ich in der Nacht immer schon mich hier im Keller ein bisschen durchbuddel, weil es dann doch ein bisschen langweilig ist. So bauen wir wieder mal ein bisschen konstruktiv was. Ein Bunker gibt ja an sich nicht so viel her, außer der Tatsache, dass man da vielleicht mal zeigen kann, wie man das ausbaut. So viel gibt das ja nicht her. Und da ist sowas, vielleicht so eine Zombie-Rampe, ist dann vielleicht noch ein bisschen interessanter. Naja gut, aber vor einem Tag sind wir eigentlich auch schon weit gekommen. Also jetzt auch nicht, dass wir gar nichts geschafft haben. Das meiste, was eben fehlt, ist eben Material. Wenn wir jetzt ordentlich Beton hätten, dann würde das anders aussehen. Hier. Na, guck mal hier. So, dann haben wir hier die äußerste Ecke. So, dann würden wir hier nachher anfangen, Falle zu bauen, also wo sie nachher letztendlich runterfallen müssen, sollen können. 20. Wir brauchen tatsächlich 20. Okay. Tatsächlich brauchen wir 20. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir können jetzt so 4 Blöcke machen, dann war es das. 1, 2. So. Na gut, einen können wir nochmal. Ist das krass, ey. Das ist so krass. Machen wir den hier vorne? Ach, wir machen, setzen den, glaube ich. Wir müssen sowieso nachher noch die anderen Frames setzen. Ah, so. Hier vielleicht auch ein Stück weiterkommen. Ah, na, das sieht doch schon ganz gut aus. Muss ich sagen. Das ist schon okay. Mal machen. So, dann machen wir hier erstmal die Blöcke weiter. Die hatten wir fertig. Ich würde schon sagen, habe ich den falschen Block gesetzt, aber das stimmt schon so. Ja. Das stimmt doch schon. Was dahin? Frames. So, damit hätten wir die schon mal. Ja gut, es sieht natürlich hier jetzt nicht so schön aus mit den Ecken, aber das ist... Wenn ich mir davon hier da vorne schon die Falle schon reinbauen. Ja. Wenn die hier zusammengefercht, dann gehen die hier durch. Und dann bauen wir hier nachher die Falle. Warte mal. Bauen wir wieder diese flachen Flügel. So. Was soll man sehen? Mal.
Ah, nee, ist richtig. Zweimal. So, und da könnt ihr euch das vielleicht schon mal so ein bisschen denken. So hatte ich das eben bei, bei dem amerikanischen Kollegen gesehen. Hier kommt natürlich auch noch so ein... Ach, Moment, hier vorne kommt auch noch so ein halber Block. Sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Halber Block, halber Block, halber Block. So, das heißt, die Zombies kommen hier angelaufen und dann werden sie hier runterfallen. Hoffe ich. Also zumindest so war es im amerikanischen Video. Da hat er auch so eine Art, sah das aus. Und dann sind die halt hier auf mich zugelaufen. Dann ist er jetzt mit denen zum Beispiel 3 Block weit gegangen. So. So 3 Block weit. Und oder 4 Block. Wir können auch sonst 4 Block weit machen. Das müssen wir mal sehen. Da kommt dann nachher auch die nächste Säule hin. Würde ich mal so sagen, dass wir da unten starten. Und dann fallen die halt hier runter. Theoretisch. Theoretisch soll das so sein. Oder hätten wir vielleicht hier andere noch nehmen sollen? Also, wenn die jetzt da längs laufen. Hätten wir hier halbe Blöcke nehmen sollen? Oder tatsächlich auch diese Rampen? Das ist natürlich jetzt die... Ja, sonst müssen die nochmal wegkloppen. Ist ja nicht so das Problem. Achso, das sind ja noch die halben Blöcke. So. Oh. Weil die Zombies versuchen natürlich dann hier raufzukommen, weil das nehmen die Zombies ja als ganze Blöcke wahr hier. Na, so, und das sind ja keine ganzen Blöcke. Das heißt, wenn hier, ihr seht ja selber, wenn ich jetzt da reinlaufe, dann fallen sie halt runter. Und das ist eben halt der Punkt. Die sollen denken, oh Mensch, da kann ich ja rüber, da kann ich ja zum Nordisch rübergehen. Ist aber nicht so, weil hier ist nichts. Die versuchen dann auf diese Rampen raufzukommen. Aber die, da schmieren sie halt ab und fallen nach unten. Und hier bauen wir uns denen dann halt Spikes hin. Oder halt noch andere Elektro-Fallen oder sowas. Man könnte zum Beispiel diese Blades hier schön hinbauen. Oder vielleicht Selbstschussanlagen oder irgend sowas. Das könnte man alles machen. Das wäre erstmal so, das wäre auf jeden Fall... So, schaffen wir noch? Schaffen wir noch eine Fuhr? Schaffen wir noch? Eine Fuhr schaffen. Eine Charge können wir noch machen. Ein bisschen Beton sollte wieder durchgelaufen sein. Da werde ich mich sowieso dann in der Nacht drum kümmern, dass hier alles, dass es alles schön läuft. Wir haben Stein mittlerweile ja ganz gut abgebaut. Dann sollten wir auch genug Sand haben und überhaupt noch Beton machen können. Aber es wäre schon mal ganz wertvoll, wenn wir zumindest den Aufstieg, wenn wir den erstmal komplett fertig hätten. So, aber ihr seht ja selber, na, das dauert und dauert. Wir haben natürlich nichts gemacht, weil uns natürlich der Kram fehlt. Ist aber nicht so dramatisch. Ich glaube, ich nehme erstmal 170. 20 brauchte ich ja, ne? Boah, so. 20 mal Na, ja, es wird alles teurer, ne? Es wird alles teurer, im wahren Leben wird alles teurer, bei 7 Days wird alles teurer. Gut. Machen wir das noch fertig, können wir vielleicht mal 2, 3 Blöcke können wir noch mal fertig machen. Machen wir die Säulen, ich glaube, wir machen erstmal die Säulen fertig. Dass zumindest erstmal die Säulen fertig stehen, dann kann man entsprechend ausbauen. Aber wir haben für einen Tag, haben wir schon ganz gut geschafft, würde ich sagen. Also so schlecht ist das nicht. Einmal. Haben wir noch einen? Oh ja. Siehst du, dann haben wir zumindest den Kern schon mal fertig. Das ist doch gut. 30, einen können wir noch. Was ist das? Dann war's das. Sehr schön. Dann war ich noch was an Frames dabei. Das hatte ich tatsächlich. Bauen wir uns daran vorbei. Ich glaube, wir müssen jetzt daran vorbei bauen. Die Ecke müssen wir mal sehen, wie wir das an der Stelle machen. Ich habe mir das ein bisschen anders überlegt, aber gut. Mal uns mal angucken. Oh, einmal.
So, hier kommen dann nochmal die vollen Blöcke rein. Dass wir also anderthalb Blöcke haben. Hier dürfen sie auf jeden Fall nicht durchkommen. Also das mache ich natürlich gleich weg an der Stelle. Genauso wie der Part hier. Das sieht nachher eigentlich so aus. Da muss noch eine... Einer muss da noch ran. So. Ich bringe das nicht zusammen hier, obwohl, na gut, River Frames sind eigentlich... So. Gut. Dann haben wir das. So, da sollen die eigentlich nachher branden. Da sollen die eigentlich gar nicht hinkommen zu dem Part. Also das nehmen wir natürlich weg. Das muss weg. Und das muss weg. Und das muss auch weg. Hier soll dann eben halt, müssen wir mal sehen, wie wir das mit den Rampen hier backen können. Ah, müssen wir mal sehen, wie wir das bauen. Hier nochmal. Ich reite es gerade an Frames. Und gleich klüng klüng, fällt alles zusammen. Der Satz hatte ich einfach nur zwei breit gemacht. Naja. Komm. Gimme more Ecke. Dann haben wir die Frames nämlich dann auch. Na, wunderbar. Na, also ihr seht das schon von hier aus. Geht in die Rampe nach links und rechts, dass wir hier, dass sie wirklich von allen Seiten ankommen können. Wir müssen mal sehen, wenn die hinten runterfallen und die nochmal wieder nach vorne gelaufen kommen, ob wir nach hinten vielleicht noch eine Rampe machen. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Oder an der Stelle vielleicht nur Rampen einfach zu den Seiten. Ja, ich weiß es noch nicht. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Entwicklungsstufe. Ich weiß nicht, ob wir drei Blöcke, vier Blöcke weit kommen. Brech mir gleich die Haxen. So. Gleich vier Blöcke. Oder machen wir drei Blöcke? Na, ich weiß immer nicht, wie weit die springen können. Also ich würde sagen, wir machen. So, dann machen wir an der Stelle da unten. Machen wir die nächste Säule. Würde ich mal so sagen. Da fallen sie runter. Da fallen sie runter. Dann machen wir da die nächste Säule. Da starten wir mit der nächsten Säule. Hier müsste eigentlich entweder... Vielleicht schon mal einen kleinen Marker. So, das ist die... Okay. Ja, wunderbar. Das so soll es sein. Das ist nämlich dann der Außenblock. Der Außenblock, wie er da unten. Das ist okay. Aber mehr dazu nächsten Tag. Ja, ich glaube, da kann man schon, also dafür, dass wir erst jetzt gerade angefangen haben, sieht das schon ganz nett aus. Müssen natürlich noch alles mit Leben füllen. Beziehungsweise mit Beton, ist ganz klar. Aber ein bisschen was haben wir ja gemacht. Gut, alles klar. Dann würde ich auch mal sagen, vielen Dank, dass ihr da reingeschaut habt bei dieser schönen Folge 7 Days to Die. Und ja, nächsten Tag machen wir weiter. Ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich über Nacht noch ein bisschen Beton hergestellt kriege, dass wir dann auch mal ein bisschen ein paar Meter machen können. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.